Mit Lego Build the Change, es ist deine Zukunft, kommt ein Event in die Grazer Helmut-List-Halle, den es so in Europa noch nicht gegeben hat. Die Industriellenvereinigung Steiermark lädt 7000 Kinder und Jugendliche vom 2. bis 5. Oktober zu einem kreativen Zukunftsdialog ein. Mit dem von der Lego-Gruppe entwickelten Konzept stellt die Industriellenvereinigung Steiermark 2 Tonnen Lego-Bausteine, das sind 10 Millionen Einzelstücke, zur Verfügung und lässt die kommenden Generationen ihre Visionen zu einer Welt der Zukunft bauen. Es geht um unser Land. Wir sind einer guten Qualität des Lebens verpflichtet. Und aus diesem Grund heraus haben wir diese Idee geboren, mit der zukünftigen Generation dieses Landes, mit unseren Kindern, ein Projekt zu starten, um zu sehen, was sind Beweggründe, was treibt unsere Kinder, was erwarten sich unsere Kinder in ihrer Zukunft und was gibt es Besseres, als mit Lego zu spielen, spielerisch sozusagen das darzustellen. Also ein sehr kompaktes Polizeiraumschiff oder Spaceschiff. Wenn es startet, kannst du den Düsenantrieb so raufheben und dann, wenn es wegfliegt, kannst du einen Schub geben und das da rum ist die Laserpointe. Das ist ein fliegendes Haus, weil wir uns gedacht haben, dass es sehr praktisch wäre, wenn man mit dem Haus einfach von Ort zu Ort fliegen könnte. Uns war es beiden schon irgendwie wichtig und von Anfang an klar, dass wir in 2 Farben machen. Und da ist schwarz-weiß halt einfach, weil es halt modern ist und schlicht. Hauptsächlich war uns da im Mittelpunkt der Spaß. Schüler der BAKIP Graz, der Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik, werden den jungen Baumeistern und Baumeisterinnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Unsere Hauptaufgabe ist es, die Kinder in ihrer Kreativität und in ihren Denkprozessen zu unterstützen. Und das werden unsere Schüler und Schülerinnen fördern. Die 4. Klassen nehmen diesmal teil und es ist ein Teil ihrer Praxisausbildung. Industriebetriebe aus der ganzen Steiermark laden in den 4 Tagen des Bauevents Schulklassen ein, um ihre Ideen zu verwirklichen. Die Bauwerke werden zusammengestellt und bilden so eine kreative Stadt der Zukunft, die täglich wächst. Wir erwarten uns daraus Anregungen, Aufträge. Ja, dass wir uns das halt vorstellen, damit sie die Ideen reinbringen können und die Zukunft halt besser entwickeln können. Also ich würde mir wünschen, dass irgendwas für die Umwelt irgendwas besser wird. Zum Beispiel, dass in den Häusern Bäume integriert werden oder diverse Sachen. Also damit man in der Stadt mehr Natur hat. Das war halt schön. Man gibt einem den Kindern manchmal zu wenig Raum, um sich entfalten zu können. Und das ist hier jetzt eine Möglichkeit, um es wirklich zu tun. An den Nachmittagen und am Wochenende sind alle herzlich eingeladen mitzubauen und nach Herzenslust ihre Bauwerke der Zukunft zu gestalten. Der Eintritt ist frei. Auf www.esistdeinezukunft.at sind ab sofort kostenlos die Tickets dafür zu buchen. 2. bis 5. Oktober, Helmut-List-Halle Graz. Es ist deine Zukunft.